Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und habt ihr euch eigentlich schon mal die Frage gestellt, warum gewinne ich überhaupt beim Handel oder warum habe ich jetzt überhaupt verloren? Ich finde, das sind ganz essentielle Fragen, die man sich stellen sollte. Und warum man im Optionshandel gewinnt oder verliert, das versuchen wir jetzt mal in diesem kleinen Video hier zu klären. Wenn ihr vielleicht gerade mit dem Trading angefangen habt, dann habt ihr vielleicht manchmal das Gefühl, dass wenn ihr verliert, das ist eher so ein bisschen Zufall. Ne? Naja, ich weiß auch nicht so richtig, warum ich verloren habe. Auf jeden Fall, ich habe halt verloren. Wenn man gewinnt, klar, da denkt jeder, man ist der Allerbeste und das liegt daran, dass man selber etwas richtig gemacht hat. Aber wer ein bisschen näher sich mit dem Thema Trading beschäftigt, wer etwas tiefer drin ist, der weiß natürlich, dass es immer Gründe gibt, warum man gewinnt und dass es auch Gründe gibt, warum man verliert. Wenn man über das Anfangsstadium hinaus ist, weiß man dann aber auch, dass es beispielsweise bei den Verlusten immer zwei Gründe gibt, warum man verliert. Nämlich Nummer eins, man hat einen persönlichen Fehler gemacht. Wenn man diesen Fehler gemacht hat, okay, dann ist es halt der Fehler. Das kann man im Laufe der Zeit aber immer mehr ausschließen, denn erfahrene Trader machen immer weniger Fehler, beziehungsweise deren Fehler sind nicht mehr so schlimm. Das heißt, die kommen schon hin und wieder mal vor, aber sie haben keine so großen Auswirkungen mehr. Und dann gibt es ja trotzdem Zeiten, in denen diese Trader verlieren. Und dann liegt es einfach daran, dass eben die Marktphase oder die Marktbewegung so war, dass die Strategie, die sie anwenden, nicht gewinnen konnte, ganz einfach. Die Marktphase war quasi daran schuld, ohne dass man da jetzt sagt, oh, ich kann nichts dafür, sondern das liegt halt einfach an der Marktphase. Und ich will euch mal am Beispiel vom Optionsverkauf zeigen, was Trader immer denken, woran es liegt, dass sie verlieren, woran es aber wirklich liegt. Wenn wir sagen, wir verkaufen Optionen, das heißt, wir sind Prämienverkäufer, wir nehmen eine Prämie ein, dann wissen wir ja, okay, wann verlieren wir? Naja, immer dann, wenn wir für eine Option, die wir verkaufen, mehr bezahlen müssen, wenn wir sie zurückkaufen. So, wie kommt es jetzt dazu? Schauen wir uns mal Folgendes an. Nehmen wir mal an, das ist der normale Verlauf einer Börsenbewegung, dass die jetzt hochwärts sein könnte am Aktienmarkt oder wie auch immer. Aber sagen wir einfach, okay, wir haben hier so eine Preisbewegung, es geht mal hoch, es geht mal runter, es geht mal hoch, es geht mal runter. Die Börse bewegt sich in Wellen. Und angenommen, wir würden jetzt immer nur Put-Optionen verkaufen. Ne? So, jetzt passiert Folgendes. Du verkaufst hier einen Put, es geht nach oben, du gewinnst. Und wir machen das immer, solange der Markt hier nach oben geht. Ne? So, und irgendwann, hier an dieser Stelle, fängt ja der Markt an zu drehen. Und das heißt, wenn du jetzt die nächste Option vielleicht hier verkauft hättest, dann verlierst du mit der. So, und das ist der Grund, warum du verlierst, weil einfach der Markt gedreht hat. Ne? Viele erkennen das gar nicht. Die denken, ah, warum, was ist jetzt hier so passiert? Ne? Also das heißt, hier an dieser Stelle warst du jetzt auch nicht der ganz große Trader, sondern das ist einfach dieser tollen Marktentwicklung geschuldet. Wenn es hier dann dagegen dreht, dann kannst du der beste Trader sein, wie du willst. Wenn der Markt dreht, dreht er halt. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ein Händler muss natürlich erkennen, wann diese Phase hier passiert und eben dann zum Beispiel, wenn er nur Puts verkauft, sagen, okay, jetzt setze ich hier aus, bis dann hier unten wieder diese Phase einsetzt und eben dann sagen, dann fange ich hier wieder an, Puts zu verkaufen. Und das bedeutet eben, er hat eine Menge Zeiten, in denen er gewinnt und halt auch ab und zu mal eine Zeit, wo er verliert. So, das ist das eine. Jetzt kommt aber beim Optionsverkauf, und da nehme ich mir mal extra einen anderen Stift, jetzt kommt natürlich beim Optionsverkauf noch eine Sache hinzu. Und zwar, es liegt ja nicht nur an der Preisbewegung, warum du vielleicht manchmal verlierst, sondern der alles entscheidende Punkt beim Verkauf von Optionen ist gar nicht so sehr die Preisbewegung, sondern die Volatilität. Das heißt nämlich, was auch wichtig ist, wir machen nochmal so eine Kurve. Und wenn wir jetzt Optionen verkaufen, das hat jetzt nichts mit dem Preis zu tun, sondern nur, wie sich die Volatilität bewegt. Wir wissen auch, es gibt mal hohe Volatilitäten, es gibt mal niedrige, es gibt mal hohe, es gibt mal niedrige. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wenn du jetzt ein Verkäufer von Prämie bist, dann bist du gleichzeitig ein Verkäufer von Volatilität. Und das bedeutet, in Phasen, in denen die Volatilität fällt, dann wirst du Geld verdienen. Und in Phasen, wo die Volatilität steigt, diese hier, da wirst du Geld verlieren.
Und das ist, glaube ich, manchen gar nicht so richtig bewusst, weil sie schauen immer nur auf den Preis. Jetzt ist es natürlich beim Aktienmarkt beispielsweise so, dass zwei Sachen zusammenkommen. Nämlich, wenn wir sagen, okay, wir haben hier die Preisbewegung zum Beispiel des Aktienmarktes und wir haben hier die Volatilität. Da kommt das natürlich zusammen. Also der Markt geht hoch, die Volatilität fällt und jetzt fällt der Markt und gleichzeitig steigt die Volatilität. Das heißt, jetzt verschärft sich das Problem, nämlich du hast auf der einen Seite fallende Preise und gleichzeitig steigende Volatilität. Wir wissen aber, bei Future-Optionen kann das ja auch anders sein. Da kann auch der Markt steigen und die Volatilität steigt. Und es kann eine Situation geben, da fällt der Markt und die Volatilität sinkt. Und deswegen musst du dir als Optionshändler immer bewusst sein, und das sind, glaube ich, sich die allerwenigsten, wie entsteht Volatilität. Im Aktienmarkt ist es relativ simpel. Wenn der Markt fällt, beginnen sich die Leute abzusichern. Das bedeutet, die Volatilität, die Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten steigt. Wenn sie aufhören, sich abzusichern, sind wir in der Regel am Boden und dann fällt auch wieder die Volatilität. Umgekehrt, bei Future-Optionen kann es eben sowohl also sein, dass die Märkte steigen und mit ihnen die Volatilität, sie kann aber genauso gut fallen. Und hier muss man sich wirklich Gedanken machen, warum steigt die Volatilität? Das würde jetzt an der Stelle hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare, dann können wir das gerne noch mal ein bisschen näher behandeln. Wichtig war mir hier an dieser Stelle aber eines. Macht euch bitte Gedanken, warum und wann ihr gewinnt, weil dann wisst ihr auch, warum und wann ihr verliert. Fehler können wir ausschließen im Laufe der Zeit. Am Anfang macht man ein paar mehr, mit der Zeit wird es immer weniger. Was wir nicht ausschließen können, sind Preisbewegungen und Veränderungen der Volatilität. Deswegen ist es so wichtig, sich Gedanken zu machen, in welchem Umfeld meine Strategie gewinnt und in welchem Umfeld meine Strategie verliert. Und dann müssen wir als nächstes hergehen und sagen, so, wie erkennen wir denn das jetzt? Wann erkennen wir denn, wann eine ungünstige Marktphase beginnt und wann reagieren wir darauf? Und gerade bei dem sehr verbreiteten Trade, den wir momentan haben, Short Volatility, glaube ich, werden sich noch einige umschauen, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich so richtig sie da tun, sondern nur denken, naja, ich verkaufe mal da so ein bisschen Volatilität, die fällt doch sowieso wieder immer zum Mittelwert zurück. Und da wird es noch einige böse Überraschungen geben und die möchte ich natürlich für euch verhindern. Die kann ich nicht verhindern, aber ich möchte, dass ihr sie nicht erlebt. Deswegen, überprüft mal an euch selbst, ob ihr das versteht, wann ihr gewinnt, wann ihr verliert. Und falls nein und falls auch ja, schreibt mir das in die Kommentare und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Also, bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg bei eurem Trading, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.